So, und weiter geht's mit Infection Free Zone. Ich habe jetzt drei Folgen am Stück, also mit dieser dann drei Folgen am Stück aufgenommen. Einfach damit ich da auch einen ganz kleinen Puffer drin habe. Ja, wir haben den Winter überstanden. Haben so ein kleines bisschen Verteidigung, zumindest jetzt mit dem Turm. Ich habe das jetzt so ein bisschen kapiert, dass man erst den Turm ganz normal baut. Dann sind da automatisch welche mit Pistolen drin. Dann musst du den nochmal umbauen auf eine andere Art und dann kannst du eben auch mit Scharfschützengewehr beziehungsweise Sturmgewehr war das ja. Ja. Irgendwie kann man auch den Leuten diese Sturmgewehre geben. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie. Wenn mal die Zeit da ist und wir auch wieder Waffen zur Verfügung haben, werden wir da auch schauen. Ansonsten, wenn ihr neu seid oder auch wieder erneut reinschaut, dann sowieso herzlich willkommen und danke, dass ihr regelmäßig mal reinschaut. Und für alle Neuen natürlich und auch die Bestehenden gerne kommentieren und auch mal einen Daumen da lassen. Und alle, die noch nicht abonniert haben, gerne abonnieren. Das würde mir natürlich helfen, ist ja klar. Und auch freuen. So. In der Folge habe ich mir so überlegt, Essen dürfte jetzt erstmal vielleicht nicht mehr so das große Problem sein. Das Gebäude wird noch abgerissen. Bis auf 10 Leute sind auch alle beschäftigt. Das reißen wir auch gerade ab. Das müsste funktionieren. Die sind einigermaßen geheilt wieder. Bei denen sieht das noch besser aus. Gut. Dann würde ich sagen, wir brauchen dringend auch diese Standardwerkzeuge, die man auch manchmal zufällig in Gebäuden findet. Jetzt habe ich gesehen, hier oben ist ein Forschungsmenü. Da haben wir noch gar nicht drauf geklickt. Da müssen wir doch auch mal schauen, was ist. Also hier können wir auch richtig Sachen freischalten, die wir dann bauen können. Eine Werkzeugfabrik zum Beispiel. Okay. Ja, sofort. Sofort forschen. 2 Bücher, wir haben 5. Können wir das doch sofort in Auftrag geben? Und ja, ich soll ja, glaube ich, dieses Kommunikationsgebäude bauen. Nein. Ich dachte, ich kann da so raus escapen. Ne, das bauen wir um. Das ist in Gange. Grundlegende Antennentechnologie erforschen. Doch, dann. Das ist das. Ja, wegen Wetter. Ja, dann, wenn es mal wieder halt tagsüber so bewölkt ist oder so. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Pistolenproduktion. Das kostet 3. Das würde genau aufgehen. Nicht. Wieso? Ah, nee, das kostet 5. Na gut, dann machen wir eben. Eben das hier. Aber ich kann immer nur 1. Ne, dann mache ich jetzt zuerst das. Sorry. Also wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen unseren eigenen Weg gehen. Das Spiel, das drängt dich ständig irgendwie etwas zu tun, was mir nicht so passt, ehrlich gesagt. Dann habe ich festgestellt, dass wir das alte Hauptquartier anscheinend nicht abreißen können. Ich finde nirgends die Möglichkeit dazu. Das ist ein bisschen ärgerlich, ja, da müssen wir halt gucken. Vielleicht machen das die Zombies mal irgendwann platt. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem Gebiet hier. Dass wir das hier nach und nach komplett, ja, plündern halt. Als erstes fangen wir jetzt mal mit dem hier an. Das macht irgendwie so einen Eindruck, als könnte man da... Hallo? Vielleicht was Gescheites finden, keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir, da ist vielleicht ordentlich was zu holen. Wieso ruckelt es auf einmal so? Ich weiß es nicht. Ich kann aber mal ganz kurz, ich meine, vielleicht ist die Optimierung ja noch nicht so krass. Ich, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir wechseln hier einfach mal auf sehr hoch. Das sollte man bei YouTube eigentlich sowieso... Was habe ich denn jetzt? Nein. So, anwenden. Eigentlich sollte das meine Grafikkarte schon noch mitmachen, aber manchmal ist es ja auch noch nicht wirklich optimiert. Jetzt ist es aber auf jeden Fall... Ne, es ist nicht besser, dann liegt es nicht daran. Ist egal, wir lassen das jetzt erstmal so. So, mal gucken, was hier gefunden wird. Bis jetzt gar nichts. Gar nichts. Nischt. Naja. Das wird auch ein Weilchen dauern, aber es ist jetzt eh Abend. Die gehen jetzt alle schöner ins Sichere, mehr oder weniger sicher.
Ja, hier sind noch die Hunde. Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das überhaupt alles so entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ob man später gezwungen ist, umzuziehen oder so, weil die Leute dann keinen Platz mehr haben. Ich weiß nicht, ob man irgendwann selbst Gebäude bauen kann. Ich habe keine Ahnung. So, die finden Konservendosen. Ja, genau das brauche ich jetzt gerade nicht ganz so dringend. Waffen wären eigentlich ganz gut und ab und zu mal so ein Werkzeug wäre richtig geil. Naja, schau. Ja, und hier schon wieder Action. Ja, aber das sollte doch klappen, oder? Macht mir keine Schande. Lasst meinen Turm in Ruhe. Naja, das können wir jetzt noch vernachlässigen, würde ich sagen. Was ist jetzt schon wieder los? Oh, die werden auch noch angegriffen. Ich werde bekloppt. Ja, na klar. Oh nein. Oh Gott. Alter, fahr doch einfach. Bist du dumm? Hey, die werden fast krepiert. Verdammte Scheiße, ey. Alter, wie er fährt. Jeder rein. Rein da. Oh mein Gott. Er ist fast krepiert. Jetzt müssen wir mit den anderen losziehen. Die sind mittlerweile relativ geheilt. Was? Die sind schon drin? So schnell? Oh nein, die krepieren. Oh Mann, was hier los ist, ne? Heftig. Wir müssen aber weitermachen. Wir müssen unbedingt auch nachts plündern gehen. Wir haben keine Waffen, kaum noch Munition. Sprit ist auch langsam niedrig. Also ja, wir müssen. Wir müssen. Jetzt müsste doch hier aber erstmal Ruhe sein, oder? Also das kann ja nicht sein, dass hier ständig überall solche Hunde und Zombies auftauchen. Muss ja auch mal kurze Zeit dann hier Ruhe sein in dem Gebiet. Hoffe ich einfach mal. So, wir stellen mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch, weil das hier doch sehr lange dauert. Und das ist ja vielleicht zum Zugucken dann ein bisschen langweilig. Ja, die finden schon wieder nur zu fressen. Was ja gut ist, aber ja, wir brauchen auch andere Dinge, ne? Ein bisschen Munition. Naja. So. Was machen wir denn als nächstes? Es ist gleich hell. Ey, wir gehen jetzt einfach hier in das Große rein. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ob man da jetzt nur Essen findet, weil es ein Wohngebäude ist. Oder vielleicht Bücher, weil es ein Büro war. Also ein Bürogebäude, ich weiß es nicht. Wir waren da ja auch schon mal kurz drin, stimmt. So. Mal sehen. Es ruckelt halt immer noch, ne? Ich weiß aber nicht. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Geht schon. Also erstmal finden, wir stellen wieder ein bisschen hoch. Erstmal finden sie jetzt gar nichts. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz. Wir können 10 Leute noch einteilen. Warte mal, nee, Holz. Nee, das war das Abbauen des Gebäudes. Das hörte sich an, als würden sie Holz hacken. Ist das hier jetzt eigentlich auch noch? Ja. Ja, sammelt mal die Ziegel. Das liegt uns ja sonst im Weg, falls wir mal irgendwas bauen wollen, ne? Und hier können wir doch auch die Bäume wegmachen. So, dann sind doch auf jeden Fall alle beschäftigt. Okay. Schade, ich dachte, die springt dahin. Ihr habt nichts gefunden in diesem riesigen Gebäude. Und schon über 50%. Ah, das Forschungsding ist fertig. Und jetzt wird das erforscht. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja, es ist
viel, gibt viel zu lernen hier in dem Spiel auf jeden Fall. Ja, die finden hier... Also dann werde ich in Zukunft diese großen Gebäude aber meiden. Die dauern ja extrem lange und dann findest du noch nicht mal was. Das ist ja schon eine ganz schöne Enttäuschung. Jetzt steht wieder unten außerhalb Standardwerkzeug, also fehlendes Standardwerkzeug soll das wahrscheinlich bedeuten. Ich suche ja. Ich kann es aber nicht ändern, wenn die nichts finden. Tatsächlich, die haben nichts gefunden. Und wieso geht ihr nicht zurück zum Auto? Oh, das war ja jetzt richtig enttäuschend. In dem riesigen Gebäude. Okay, 20% waren schon geplündert, aber 80% haben wir jetzt geplündert und nichts gefunden. Heftig. Richtige Zeitverschwendung. Und wie sieht's hier aus? Ey, die finden schon wieder nichts. Einmal ein bisschen Munition. Ey, was ist denn hier los auf einmal? Essen. Essen. Nochmal essen. Wir brauchen doch andere Sachen, Mann. Ja, dann gehen wir jetzt hier rein. Ah ne, das Auto ist ja voll, komm. Ne, wir müssen glaube ich immer ins Hauptquartier, damit die das ausladen, ne? Wir müssen dann auch mal eine Palisade bauen, aber ey, im Moment, wir kommen ja überhaupt nicht hinterher. Es fehlt ja immer ständig an irgendetwas. Jetzt haben wir auch kaum noch Holz. Ziegel haben wir jetzt ein bisschen auf Vorrat quasi, aber sonst... Müssen dann auch noch wieder Autos abbauen. Let's do it. Da könnten wir ja... Wo wollte ich rein? Hier. Roger. Da könnten wir ja jetzt zumindest noch... Ja, ich weiß es doch. Das macht es nicht besser, je öfter du das sagst. Hier. Das abbauen. Jetzt sind auch schon wieder alle beschäftigt. Wir müssen unbedingt diese Werkzeuge finden, damit das hier fertig ist. Dann haben wir auch, glaube ich, erstmal ganz gut Nahrung. Vermute ich. Ja, und Bäume? Ja, 4 Stück, das reicht erstmal. So, mal schauen, was wir jetzt hier finden. Operator. Es sind hier andere. Tja, keine Ahnung. Kommen die jetzt etwa hier hin? Sollen wir die einfach direkt angreifen? Ich weiß es nicht. Irgendwann sind das irgendwelche Schurken. Ja, die kommen hier ganz gezielt rüber, ne? Nee. 50% und schon wieder nichts gefunden. Und was haben die vor hier? Hm? Ja, geht mal da rein. Mir egal, Hauptsache ihr lasst mich erstmal hier in Ruhe. Und die finden gar nichts. Ja, das hatten wir aber jetzt noch nie vorher, dass in so großen Gebäuden absolut nichts zu finden ist. Ey, wollen die das Auto klauen? Ey, die kommen rein. Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Ja, machen wir einfach. Nehmen wir einfach. So, die haben ganz am Ende noch eine Konservendose gefunden. Okay, wir brauchen auch Sprit. Haben wir auch nur noch 2 hier oben? Das geht nicht. Sir, wir haben einige Leute gesichtet, die wahrscheinlich bewaffnet sind. Sie könnten uns auch gesehen haben. Ich weiß nicht, ob sie freundlich gesinnt sind. Was sollen wir tun? Wir meiden sie, würde ich sagen. Weil
Die haben die doch jetzt gerade schon angegriffen. Ja, wir meiden die. Hier, die greifen die an, das sind Schweine. Lass die am Leben, ich brauche die noch. Aber ich kann die jetzt auch nicht retten. Ich habe dafür keine Zeit. Vor allem meine Leute hier, die sind ja selber total am Ende. Es ärgert mich gerade. Ja, das sind Schweine. Komm, wir müssen da doch was machen. Wir müssen was machen. Wir müssen. Ja, macht sie fertig, die Schweine. So, das sammeln wir gleich alles auf. Das ist schon mal geil. Wir haben zumindest ein paar Waffen bekommen. Wir nehmen jetzt die hier. Ah, nee, die können das ja nicht. Ja, doch. Doch, doch. Los, holt das Zeug. Dann können wir noch ein Squad-Team erstellen. Oh, mach mal Pause. Wir haben jetzt 16 Leute frei. Die haben die Bäume alle weg. Okay, weiter Holz sammeln. Holz ist immer knapp. Hier den Bereich frei machen. So. Und jetzt aber vorher ein Squad-Team noch erstellen. Neues. Ja, ihr kriegt gleich Waffen. Keine Sorge. Ja, und jetzt werden wir gleich sehen, wie ich die jetzt dazu bekomme. Ich glaube, wenn ich die dann hier reinschicke und die Waffen im Lager sind, nehmen sie die automatisch. Aber man muss die irgendwie auch wechseln können. Das habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. So, bis auf zwei sind alle beschäftigt. Ziegel waren relativ hoch, ja? Okay. Aber Metall brauchen wir definitiv auch noch. Dann. Hier waren doch irgendwo bestimmt auch noch Laternen. Und hier ist auch noch ein Auto. Macht mal das noch weg. Jetzt sind erstmal wieder alle beschäftigt, über einen längeren Zeitraum. So, die Forschung. Ist die abgeschlossen? Ist die abgeschlossen? Ich glaube schon. Gar nicht mitbekommen. Sonstiges? Nee. Krankenstation, geil. Hier, da, Produktion. Werkzeugfabrik. Ja, ich dachte es mir schon fast, ne? Wir müssen andere Gebäude dafür nehmen. Ja, das heißt, wir müssen umziehen, ne? Oh, das wird aber schwierig. Das heißt, wir müssen alles nochmal neu woanders aufbauen. Ich habe gedacht, die können jetzt auch einfach mal so ein Gebäude bauen. Das wird nichts, weil wir haben ja hier nichts, okay? Das wirft ja meine Planung komplett über den Haufen. Andererseits haben wir dann jetzt schon mal drei Squad-Teams, die bewaffnet sind. Okay, lass uns das erstmal weitermachen hier. Holt das? Da ist noch was. Hallo? Ich muss da, glaube ich, drüber laufen, kann das sein? Nee, die sind voll. Bring das mal darüber. So, wie weit sind die hier? Die sind damit fertig. Dann geht hier noch rein. Das geht schnell. Oh, bisschen Muni. Sehr gut. Und dann kommt die auch erstmal zurück. Nochmal ein bisschen Sprit. Ja, los, wir fahren erstmal zurück. Die haben nur noch zwei Plätze frei. Das ist nicht viel. So. Jetzt... Ich mache jetzt nochmal Pause, weil ich das jetzt in Ruhe sehen muss. Ne, die nehmen sich die Waffen jetzt nicht. Wie? Wie kriege ich die jetzt dazu, dass sie die Waffen nehmen? Ja, die haben ja welche. Hier, drei Stück. Pistole, ja bla 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 bla. Hier steht aber nicht, wie ich die jemandem geben kann.
Eine praktische Nahkampfwaffe. Ja, ich will ja aber nicht mit Machete kämpfen. Ja, wie kriege ich die denn jetzt dazu, dass sie die Waffe nehmen? Warte, ich hab... Muss ich vielleicht ins Lager? Aber das ist doch hier auch... Ich raff's nicht. Yo. Okay. Und wäre das so, dass ich dann hier das irgendwie vielleicht auch hinbekomme, dass sie dann die Sturmgewehre nehmen, wenn ich denn welche habe? Ich weiß es halt nicht. Aber was cool ist, dass wir jetzt drei Squads haben, die alle auch schon immerhin mit Pistolen ausgerüstet sind. Und ja, Munition ist jetzt nicht das meiste, aber wir haben etwas. So, die Verletzten lassen wir erstmal. Und die können das hier noch aufsammeln gehen. So. So, mit denen hier gehen wir auch nachts plündern. Wir müssen. Es macht keinen Sinn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hin. Was? Was? Hab ich hier aus Versehen draufgeklickt eben. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Weil das Spiel ja doch öfter mal abstürzt. Ich hatte das ausgestellt, also beziehungsweise eingestellt, dass er nicht mehr so oft automatisch speichert. Ich glaube, ich lasse das mal lieber drinne. Wegen dem Absturz letztens und einfach vorsorglich, dass ich mehr Spielstände habe, je nachdem, wie sich das hier entwickelt, dass man vielleicht doch mal gezwungen ist, dazwischen irgendwie nochmal was neu zu laden und man dadurch vielleicht nicht zu viel Fortschritt verliert. So, bitte weiter. Ansonsten, die Folge war ja echt dazu gedacht, einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen voranzukommen. Ich glaube, das haben wir bis jetzt zumindest ganz gut geschafft. Ihr habt jetzt das letzte bisschen Munition aufgesammelt. Es scheint im Moment hier ruhig zu sein. Wir tasten uns mal langsam von Gebäude zu Gebäude. So. Ihr plündert, sehr gut. Aber jetzt können wir wenigstens mit Zweien was suchen und haben hier immer noch ein bisschen Verteidigung. Wir müssen auch auf jeden Fall noch mehr Sturmgewehre finden. Was? Wo denn? Da unten. Na okay, das soll uns jetzt aber noch nicht jucken, glaube ich, oder? Rein da. Hey, die haben sogar Munition. Ah ne, das haben wir hier gerade aufgesammelt. Stimmt. Vielleicht finden die ja hier noch was. So, wie sieht's hier aus? Bisschen Munition, okay. Also ich glaube, insgesamt lohnt sich die Kleingebäude mehr. Bis jetzt zumindest. Weil die gehen viel schneller und finden teilweise dort sogar mehr drin, als in den großen. Was? Die sind doch gar nicht direkt bei euch. Ganz ruhig. Hier rein. Hä? Ach, falsch. Das sah aus, als wäre das ein Gebäude hier. Okay. Ja, irgendwie haben wir im Moment kein Glück mit den Plündern. Die finden zumindest mal ein bisschen was zu essen, aber... Ja. Wie gesagt, andere Dinge wären wirklich wichtiger. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Bringt ihr das jetzt automatisch wieder rein? Eigentlich schon, wenn ich mit dem Auto vorher gefahren bin. Ja. So, dann... Ja, komm... Nee, dann nehmen wir jetzt zuerst das hier. Ich will nicht noch mehr Dosen. Oh, auch Dosen. Geht mal da rein. Wo denn? Das ist manchmal ein ganz schöner Fehlalarm.
Hier. Wie er da, er fährt im Kreis. Mein Freund, fahr doch einfach hier hoch. Also da müssen sie auf jeden Fall in manchen Dingen noch ein bisschen dran feilen. Das ist... Ich raff nicht, was das soll. Die sind doch gar nicht da. So, was haben wir hier? Die haben nochmal eine Dose gefunden. Also wir finden im Moment leider auch nur Schrott. So, die sind voll, die laufen automatisch zurück, okay. Immerhin nochmal ein bisschen Munition. Ja, Waffen, Waffen, wir brauchen mehr Waffen. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt kämpfen. Wenn die noch ein Stück hier runterkommen, sofort ins Auto und weg. Komm, wir hauen ab. Nein, rein da! So, weg. Erstmal zurück. Und ihr sollt hier rein. Nee, ihr könnt da rein. Und diese Pfeile, die hier manchmal sind, ich glaube, das hat was mit der Munition zu tun. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. So, jetzt kommen die zurück. Was gut ist, dass wir schon mal drei Trupps haben. Jetzt kommen die auch noch. Ah, die sind noch angeschlagen. Die würde ich jetzt gerne sich weiter erholen lassen. Schnell, 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 schnell rein da. Ja, verpisst euch mal lieber. Es wird auch hell. Macht euch weg. Könnt ihr. So, arbeitet mal schön hier fleißig. Ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Von euch hängt am Ende alles ab. Ja, um 6 Uhr macht es einmal so kurz so. Neuer Tag, neues Glück. Okay, versuchen wir es mal hier. Es muss doch auch mal was anderes zu finden sein. Kann ja nicht sein, dass wir ständig immer und immer wieder nur Dosenfutter finden und ab und zu mal ein bisschen Munition. Es muss doch auch mal eine Waffe dabei sein oder so ein Werkzeug. Ja, ich weiß, dass... Jetzt brauchen sie Getreide. Das zum Beispiel brauchen wir auch, weil sonst können die ja nichts anbauen. Das ist nicht gut. Schade, dass man nicht näher ranzoomen kann. So. Macht mich nicht schwach, Leute. Findet jetzt was. Wir stellen das mal ein bisschen hoch. Das dauert sonst zu lange. Komm. Die großen Gebäude, das dauert einfach zu lange. Schon wieder nur Dosenfutter. Was heißt denn eigentlich Bereich geräumt? Das habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig geschnallt. Die sind ja dort noch drin gewesen jetzt und arbeiten ja immer noch, also sind ja immer noch am Plündern. Warum dann das immer gesagt wird, Area cleared. Keine Ahnung. So, ein bisschen Munition, okay, besser als nix. Aber geil ist das auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Wir machen mal diese zwei kleinen hier. Und das hier auch noch. Weil das geht wenigstens schnell. Ja, zack. Okay. Ich glaube, ich gehe echt eher in die kleinen Gebäude. Ja, und jetzt hier rein. Und dann müssen wir mal schauen. Also, dann müssen wir umziehen irgendwann. Da suchen wir uns eine Stelle. Mit vielen mittelgroßen Gebäuden und vielleicht ein, zwei großen. Irgendwie sowas. Reißen ringsrum nach und nach alles ab und bauen uns da schön was auf. Das wird dann so die nächsten Folgen wahrscheinlich passieren. Müssen. Alter, kannst du nicht einfach... Ah, weil hier Schotter und Geröll und so liegt. Ja, dann fahr doch außenrum.
Müssen wir dann echt mal schauen. Weil hier können wir nicht bleiben. Weil wir keine Gebäude selbst bauen können. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwann noch kommt, aber ich glaube nicht. Operator, wir haben ein verlassenes Gehöft gefunden. Dort laufen ein paar Hühner herum. Sie scheinen wild zu sein, aber vielleicht können wir sie züchten, wenn wir einen geeigneten Platz für sie finden. Ja. Wir haben noch ein bisschen Platz. Das hier ist auch relativ klein. Da noch und dann ab zurück. Ah, diese Wegfindungsprobleme sind schon echt ein bisschen lächerlich, oder? Die gehen wenigstens schön schnell und die finden dort teilweise besseres Zeug. Das ist merkwürdig. So. Aber jetzt gehen sie leer aus, oder wie? Eine Dose. Na gut, wir bringen das erstmal zurück. Dann können sie zumindest noch ein Feld fertigstellen, glaube ich. Nee. Doch, wenn sie es hier hinbringen. Tja. Ja, wir müssen erstmal noch ein bisschen sammeln. Wir brauchen noch mehr Waffen. Dann müssen wir uns eine Stelle suchen. Und dann dort, ja, das grob vorbereiten, mehr oder weniger. Dass wir dort auch nochmal ein Hauptquartier aufbauen. Aber dass man die hier irgendwie nicht löschen kann, das ist doch scheiße, oder? Also ich finde das kacke. Tja. So. Es geht weiter. Die Plünderungstour geht weiter. Hierhin. Was ist hier los? Ich weiß nicht, ich will mich von denen im Moment fernhalten. Ich will hier mein Ding machen, die Sachen suchen, die wir brauchen. Das ist wichtiger. Und die finden schon wieder nichts. Also ich habe echt so das Gefühl, dass wir da gerade so ein bisschen Pech haben, was das angeht. Das ist... Ja, dann... Warum fährst denn du jetzt außen rum? Warte. So. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, da jetzt tiefer reinzugehen. Nimm das. Komm. Das ist auch... Alter, was macht er denn da schon wieder? Es ist zwar auch relativ groß, aber das sieht so aus... Weiß nicht. Was könnte das sein? Mal schauen, ob sie was finden. So, und wenn es wieder hell wird, schicken wir auch noch einen anderen Trupp los. Und zwar den hier. Weil die hier, die müssen sich noch erholen. Aber es geht auch so langsam. Sehr schön. Aber die will ich jetzt im Dunkeln nicht rausschicken, irgendwie ohne Auto. Weiß ich nicht. Kann man ja bestimmt noch ein zweites irgendwann finden. So, jetzt stellen wir ein bisschen hoch. Guck mal, das hat jetzt so lange gedauert und dann haben die eine Dose hier gefunden. Also eine Kiste Dosen. Das ist doch scheiße. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist halt einfach Glück, ne? Ja, dann geh da rein. Zweimal essen. Bisschen Munition. Okay, Munition haben wir mittlerweile ganz gut gesammelt, bin ich ehrlich. Aber... Das, was wir dringend brauchen, finden wir leider gar nicht. Wieso lauft ihr denn einmal außen rum? So, es wird hell. Dann schicken wir, sind die jetzt schon ganz voll? Nee. Schicken wir die los. Hierhin? Oder eher in die Nähe unserer anderen Leute? Ich glaube, es ist vielleicht besser, dass sie sich unterstützen können. Und die müssen hier rüber. Für den Fall, die greifen ja im Moment immer von hier an. Und hier sind ja auch noch welche. Dass sie dort den Turm unterstützen können.
So, was macht ihr denn jetzt? Macht ihr jetzt Stress oder was? Oh, stopp, stopp. Wir haben freie Mitarbeiter ohne Ende. Die haben alles abgebaut. Gut. Schauen wir mal nach. 45 Holz, 43 Metall. Okay, Holz kann man nie genug haben. Macht mal hier weiter. Erstmal die drei nur, dass nicht immer sofort alle Arbeiter verbraucht sind. Oder beschäftigt sind. Ach Quatsch. Metall. Ah, da, doch, da sind sie noch. Aber sind sie auch fast fertig. Das kann man schlecht erkennen, ne? Hier. Das noch. Und wenn wir einmal dabei sind, noch ein bisschen gucken. Oder wisst ihr was? Wir reißen einfach das Gebäude hier auch noch ab. Das hier einfach abreißen. Nicht anpassen. Ach. Abreißen. So. Das gibt 5, 4 und 15. Das ist auch nicht so geil eigentlich. Aber ja, egal. Aber von allem etwas. So sieht das doch ganz gut aus. Weiter. 2 Leute sind sogar noch... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, das Feld ist fertig. Okay. So, ihr? Ihr seid schon lange fertig wahrscheinlich. Aber warum sind die nicht zurück zum Auto? Wir machen jetzt hier die Reihe bis hierhin durch erstmal. Ach komm, steig doch einfach aus. Eingehende Übertragung. Chief, wir durchsuchen diesen Ort, aber irgendwas macht mich stutzig. Jemand muss kürzlich hier gewesen sein. Auf den Boden! Lass die Waffen fallen. Die Hände, wo ich sie sehen kann. Oh je, was ist denn jetzt passiert? Hinterhalt. Oh Gott. What's going on? Was ist los? Nice little squad you got here. Very, very nice. Da hast du aber einen hübschen kleinen Trupp. Allerliebst. Ja, klar. Super. Wer bist du? Was willst du? Wer bist du? Who are you? You know. Ach, du weißt schon. Ich kann... wo? Ach da. Nur ein bescheidener Mann, der sich auf der Straße durchschlägt. Ja, na klar. Wie viele Leute? Warum sollte ich dir das sagen? Ich bin doch nicht bescheuert. Gib mir den Anführer. Er ist doch selber der Anführer, hundertprozentig. Das hört man doch schon. Ja, was willst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was bietest du mir für das Leben deiner Männer an? Mistkerl, stelle deine Forderung, gib mir den Anführer. Mistkerl! You bastard! Du Mistkerl. Come on. Kommt schon. Lass uns nett zueinander sein. You don't want me getting angry. Du willst mich doch nicht verärgern. Wir haben doch noch hier unseren anderen Trupp. Aber die haben Sturmgewehre, ne? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Boah, aber mit solchen Leuten kann man doch nicht verhandeln. Der hält sich doch an keine Abmachung, so einer. Wenn man jetzt sich da irgendwie hier, was willst du, dann verlangt er irgendwas und dann lässt er sie trotzdem nicht frei. So einer ist das doch, oder? Lass dich frei, das wirst du büßen. Tu niemandem weh. Das ist halt so wie Betteln, damit zeigt man zu viel Schwäche. Lass sie frei. Release them now! Or else what? Sonst was? Wir bringen euch um oder wir vergelten das. Ja, läuft ja eigentlich auf selbe hinaus, aber wir vergelten das. Werden wir es euch heimzahlen. Aber, lasst uns doch vernünftig sein. Denkt darüber nach,
was ich euch gleich sagen werde. Seid ihr bereit? Na los oder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also nichts sagen wahrscheinlich. Ja, na los. Spuck's endlich aus. Es läuft so. Du kommst mit Nachschub her. Und zwar schnell. Du brauchst zu lange? Dann sterben deine Leute. Du bringst Waffen mit? Puff. Dann sind sie tot. Also ja, das war alles. Nee, sorry. Ich bringe jetzt dort unbewaffnete Leute hin. Das funktioniert nicht. Der verarscht uns. Das mache ich nicht. Nee, sorry, das kann ich nicht machen. Das machen wir nicht mit. Na los, sei doch vernünftig. Ich mache keine Scherze. Akzeptieren oder ablehnen? Na, ich trau dem halt nicht. Was würdet ihr machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach kein gutes Gefühl. Ich habe so das Gefühl, jetzt akzeptieren wir das, dann kommen wir da unbewaffnet hin und er ist uns ja sowieso überlegen, weil die haben Sturmgewehre. Die machen uns doch so oder so fertig. Also, weiß ich nicht. Hier hätten die nur Macheten, dann würde ich das noch verstehen. So wie die hier. Nö, ich lehne das ab, sorry. Ist mir egal. Nein, ich mache es zwar nicht gerne, aber nein. Wir lassen uns nicht erpressen. Gut. Aber denk daran, das geht... Hey, wir haben sie besiegt, oder? Hey, wir haben die besiegt und Sturmgewehr jawohl! Ja, geil! Hol das Zeug da raus, Alter. Nein, das ist voll. Ey, die haben das... Wie haben die das geschafft? Nee, die anderen sind tot. Ja, okay. Aber wir haben die Schweine trotzdem dafür gekillt. Ich finde das okay so, ganz ehrlich. Wir müssen noch mal dahin. Das Zeug holen. Wo war das? Ach, verdammt! Nein, wo war denn das? Da. Mit solchen Leuten kann man nicht verhandeln, sorry. Ist einfach so. Die fordern dann immer mehr. Haben wir halt 4 Leute verloren. Ja, tut mir auch leid, aber es ging jetzt nicht anders. Bitte hol jetzt das Zeug da raus. Ja. Bringst du das bitte zurück? Jetzt gehen wir hier noch rein. Wir plündern jetzt noch diese 2 Gebäude. Dann fahren wir zurück. Gehen ins Lager und schauen entweder diese oder Anfang nächster Folge, ob wir dieses Sturmgewehr irgendwie ausrüsten können. Ist jetzt was im Auto drin? Also bis auf die Waffen? Ein Essen und ein kleines bisschen Muni noch, okay. Aber Munition haben wir eigentlich erstmal, glaube ich, genug. Ist gar nicht so schlecht gelaufen insgesamt. Klar, schade, dass die 4 jetzt weg sind. Müssen wir neue ausbilden. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ich finde kein Getreide, sagt man. Und die hier lassen wir auch in Ruhe. Auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Wer weiß, was das wieder für welche sind. Obwohl wir ja Leute gebrauchen könnten, nachdem wir jetzt gerade welche verloren haben, ne? Wollen wir einmal noch schnell zu denen fahren? Ja, komm, machen wir. Aber danach ab.
Hier. Ich muss die anklicken. Ich will nur nicht, dass sie die aus Versehen angreifen. Aber ich glaube, das machen die nicht. So. Eingehende Nachricht. Sir, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Ja, akzeptieren. Sofort. Und dann einen neuen Trupp aufstellen jetzt gleich auch noch. Ganz wichtig. Ja, ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern, ganz ehrlich. So, wir machen jetzt schon mal einen neuen Squad. Den könnte man ja auch mal einen Namen geben. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier, dass es weiterzählt. Das ist ja aber dritte jetzt dann. Weil sie hat das automatisch jetzt das Sturmgewehr oder was. Ja, oh, hallo? Ich will aber gerne wissen, ob man das auch zuordnen kann. Ich raff das mit den Waffen halt wirklich nicht. Wir haben jetzt noch zwei Pistolen und ein Sturmgewehr. Normalerweise, weil es nicht anders geht, müssten die ja jetzt zweimal Pistole nehmen und einmal Sturmgewehr. Bin ich gespannt. Mhm. So, und jetzt sind die da drin. Kann ich jetzt irgendwie... Es ist halt wirklich schwierig, weil ich einfach die... Aber Sturmgewehr macht schon ordentlich was aus. Das waren die doch jetzt direkt, oder? Also ja, wir haben zwar vier gute Leute verloren, aber dafür haben wir uns nicht erpressen lassen und haben jetzt einen neuen Trupp mit zwei Sturmgewehren. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht. Ich habe ja jetzt auch keine Möglichkeit, das zu testen, weil... Ne, warte mal, das ein... Warte mal, was gibt's denn hier noch? Eine Flinte gibt's auch noch, okay. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, ich kann ja die Waffen gar nicht ablegen. Also ich kann die hier ins Inventar tun, aber ich weiß halt nicht, wie man Waffen zuweisen kann. Aufteilen will ich die ja auch nicht. Was ist denn? Trupp, Gebäude oder Fahrzeug für den Austausch? Trupp, Gebäude? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hm. Ja, wenn das einer sich anschauen sollte, das Video, und weiß, wie man die Waffen irgendwie wechseln kann, dann würde ich das wirklich sehr gerne wissen. Ja, ansonsten lief das doch so ganz gut, finde ich. Wir haben diese Werkzeugfabrik erforscht. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge gucken, wo wir umziehen, wohin. Ich würde ja fast sagen, vielleicht hier so hin. Aber das reicht das an Gebäuden? Aber irgendwie gefällt mir das nicht so wirklich. Kann aber auch sein, dass ich da vielleicht einmal kurz so ein paar Minuten alleine hier ein bisschen rumgucke, was sich da anbietet. Müssen wir dann mal in Ruhe schauen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, bleibt gesund, schaut wieder rein. Und wie gesagt, nicht vergessen, Daumen hoch. Pause machen wäre nicht schlecht, Kollege. Also gerne einen Daumen, gerne kommentieren und im besten Fall abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.